Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, der gute Sigurd möchte mit uns reden. Er hat einen Weg gefunden, um nach Valhalla zu kommen. Und dieser befindet sich angeblich in Norwenge oder so ähnlich. Wir gucken mal. Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Unten am Hafen. Also wieder nach Nordwenge, Wege, Norwege. So, erzähl mal. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Da. 280 empfohlene Stärke. YOLO. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen. Und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden. So, dann wollen wir mal. Wir haben ja gerade, ich habe gerade noch, bevor ich die Folge gestartet habe, ein Fest gefeiert. Das heißt, ich bin ein bisschen geboostet. Aber guck mal, Nero, jetzt geht's ab nach Norwege. Ulfi, schön dich zu sehen. Was? Sie sieht schon wieder Menschen, die nicht da sind. Naja, bei so langer Spielzeit, das geht halt auch mal langsam auf die Psyche von der Guten. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. So, Digi. Erzählt mal jemand bitte Reaction King, wo er das findet. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran. Der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Älter als in meiner Erinnerung. So, Leute, ich würde sagen, Home Sweet Home, oder? Home Sweet Home. Nein, du musst unterm... bist du mit dem Handy oder mit dem PC online? Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttle diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unsere Zeit nicht wert. Nein.
Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Ich habe das weggemacht, sehe ich gerade. Ich habe das weggemacht. Hab das ja mal überarbeitet. Hallo Markus, Grüße, willkommen im Stream. Alrex Tadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst sein Hunger, deine Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Hä, warum hatten sie jetzt... Übernimm doch die... Hä, die hat einfach einmal aufgehört zu segeln. Sie erinnert mich so ein bisschen an Kattegat, Leute. Erinnert mich so ein bisschen an Kattegat hier. Wir legen hier an. Definitiv davon inspiriert. Findest du gar nicht mehr, Reaction King? Ich dachte, das steht da noch. Mod wird man, indem man nicht fragt. Stand da. Wie werde ich Mod, indem du nicht fragst? Verbringt seine Tage in den Methallen und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte er. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe. Ein trauriges Loch, in der Männer ihr Unglück ertränkten. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Hilf mir. Sei meine Augen. Da bist du ja. Ratten wissen Geschenke nicht zu schätzen. Sie lecken ohnehin an allem. Du bist ein Quell der Freude, Bruder. Alter, wie groß ist er denn hier? Vergeht nie nach Hause. Die sind alle rot jetzt, weil die viel stärker sind als ich. Ich wünschte, er würde nur einmal ein Bad nehmen. Der Kerl war mal ein... Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor! Bei Odin dem Grauen. Kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Schon vergessen? Du hast mich beraubt, als du nach Englerland gegangen bist. Ich nehme an, das könntest du wieder tun. Das war nicht meine Idee. Du liest uns nichts, als du dich König Harald unterworfen hast. Wir nahmen uns nur, was uns zustand. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. An deinem Verrat war nichts vernünftig. Sigurd war dein Thronerbe. Du hast ihn seiner Krone beraubt. Wen habe ich verraten? Einen Sohn, der nie hier war? Einen selbstsüchtigen Jungen ohne Verantwortungsgefühl? Einen hochnäsigen Lügner! Ich habe unzählige Männer in die Schlacht geführt.
und ebenso viele Schiffe zu Raubzügen in die ganze Welt. Du sprichst von der Königswürde, als zählten dafür nur die Kerben auf deiner Axt. Doch Menschen zu führen erfordert sehr viel mehr. Ich gab meine Krone an Harald, weil er ein Mann ist, der weiß, welche Herausforderungen vor ihm liegen. Im Gegensatz zu dir. Du armseliger Wurm! Sigurd, deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Du bist ein Feigling und in meinem Herzen ist kein Platz für Feiglinge. Es ist schwer zu glauben, dass du überhaupt ein Herz hast, Eivor. Du warst immer leichtsinnig und ungestüm. Dabei hättest du meinen Sohn auf einen besseren und klügeren Kurs führen können. Aber du konntest dich kaum selbst beherrschen. Dir war dein eigener Ruhm stets wichtiger als das Wohl deines Clans. Du stinkst nach Pisse und Fusel, alter Mann! Riechst du deine eigene Verbitterung nicht? Es war ein Fehler, herzukommen. Mein Sohn, bitte! Du hast deine Worte gesagt und Sigurd hat sie gehört. Was ist mit meinem Sohn geschehen? Was hat ihm seinen Arm genommen und sein Herz so verfinstert? Er hat gesehen, wer sein Vater wirklich ist. Ein Feigling, der ehrlicher zu seinen Feinden war als zu seiner Familie. Ich war wie ein Vater zu dir, Eivor. Ich habe keinen Vater. Harte Worte, Leute, harte Worte. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörderfylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und ein Mann mit... Sprich weiter. Valkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. So, jetzt sind wir hier hingeschippert 5 Stunden, nur damit er dem die Meinung geigen kann und das war's. Na gut. Das Spiel geht ja sonst auch zu kurz, würde ich mal sagen. Deswegen musste das so sein. Guck mal, ich kann jetzt nicht da... Der Pfeiler war im Weg. In die Wellen. Hallo Tammy, herzlich willkommen.
Der Pfeiler war im Weg. Kann man hier nicht irgendwie... Jetzt müssen wir wieder dahin schippern. Zack, zack. Die Töchter Aegirs segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, ja, sag mal an, Nero, sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Hallo Tina und hallo Sanü. Was geht? Was geht, was geht, was geht? Ich muss doch gar nicht in diesen anderen Dings, Nero, zu diesem Humbugche oder wie das heißt. Aber schon schöne Landschaft hier. Schöne Schneelandschaft. Nee, gibt keine Vips mehr. Das geht nicht aufgrund der Quizshow. Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter. Kennst du die Richtung? Wie mich selbst. Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh. Keine Sorge. Wir wären die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Ha! Das wären wir. Du meinst, es geht jetzt noch länger als, als 4 Stunden, Nero? Sind wir richtig? Eivor, wir gehen weiter. Ihr anderen wartet hier. Mach mir doch nicht die Füße dreckig. Das ist doch scheiße, Nero. Lass mal abkürzen. Wo will der denn überhaupt hin? Ins Königreich des Schnees. Ich stehe doch schon hinter dir, Mensch. Können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten. Nein! Jo, Jimo, mach's gut. Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren. Sie werden nicht zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen. Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Man läuft mit Bogen in der Hand schneller, sehe ich gerade. Nee, Freaky, mitgehangen, mitgefangen. Der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein!
Lauf doch einfach schneller. Bleibt er stehen oder kommt er wenigstens? Oh, mache hin jetzt, du Affe! Bleibt er stehen? Hier muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja, wir sind ganz nah! Das hoffe ich, um meiner gefrorenen Finger willen. Wo will er hin? Der gefrorene See. Das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Ich kann halt nicht vorlaufen, wenn der da immer steht. Da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Eisbären. Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da, die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Welche Tür meinst du? Hier die in der Höhle, oder was? Wollt mal ein bisschen Zielübung machen. Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Meinst du hier lang? Was ist das denn, Alter? Laser! Ein merkwürdiger Fund. Ein Speer wie der Odins. Gungnir, bist du das? Ah, was hab ich denn? Das will ich aber mal vergleichen. Der macht aber nicht so viel Schaden wie mein Dingsbums. Ist ein bisschen schneller. Na gut, hat mehr kritische Treffer. Ist jetzt aber nicht, unbedingt schneller. Keine Runen verfügbar. Hä, wieso? Achso, das ist eine andere Rune. So, dann gucken wir doch mal. Schwerer Schaden, leichter Schaden. Leichter Schaden. Hatte ich nicht gerade auch schweren Schaden? Da. Okay, jetzt habe ich hier voll den Speer. Er ist halt so langsam. Axt wäre mir lieber gewesen. Eine fette Axt wäre mir lieber gewesen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, mein Herz rast. Das mein Herz brennt, Götter, wenn ich diese dich Tür, seh. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat unschmembro, trurvon di quorde, un solas fras, chnogadide, sung huchas res dedai. Chasa umsi.
Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter, was ist das für ein Ort? Jetzt wird's spooky, Alter. Warum weiß der alles? Warum weiß der alles? Sehr mysteriös. Ganz mysteriös, die ganze Geschichte hier. Das verstehe ich nicht so. Komm hierher. Diese Platte führt uns weiter. Ein Fahrstuhl oder was? Leute, Fahrstuhl! Sigurd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so sonderbar. Vertraue auf diesen Ort. Diesen alten und heiligen Ort. Wohin führt er uns? In die Hallen der Gefallenen und zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Wer ist dieser Gunnar? So tief. Sie summt vor Magie. So tief, schwarz wie die Nacht. So viel Smog in meinen Venen vergiftet mein Herz. Doch es schlägt, es schlägt, es schlägt, es schlägt. So, und nu? Guck mal, wie der Speer leuchtet, Alter. Da, der alte Baum. Wow. Der Baum des Lebens. Was ist das? Sieh nur, wie stolz er ist. Wie er schimmert. Die Wurzeln allen Lebens laufen hier zusammen. Die Skalden würden bei diesem Anblick weinen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich schwöre bei allen Namen des Allvaters, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Meine Visionen reichen weiter. Bis in Odins große Halle. Ah, spürst du das? Die heiligen Energien? So etwas Großartiges habe ich noch nie gesehen. Dieser Schrein ist unser. Er wird sich für uns öffnen. Warte es ab und sieh selbst. Woher weißt du diese Dinge? Hast du es in deinem... Alter, jetzt muss ich immer auf den warten, Alter. Beweg dich und bleib nicht stehen, Alter. Das ist ja richtig nervig. Da bist du ja. Da bist du ja. Hast du es in deinem... Da bist du ja. Das und vieles mehr. Ach, und jetzt rennt er mir davon, weißt du? Jo, Tanker, lass dir, Nero, lass dir schmecken. Ja, ich erinnere mich wieder. Dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter, zu Valhall. Bist du bereit? Was liegt hinter all dem? Wohin führt uns das? Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Oha, ob das so schlau ist? Da, guck mal, da ist schon einer aufgespießt. Sigurd! What the fuck? Ist das Svala? Valkas Mutter? Heil dem Geber. Der Gast ist gekommen. Alter Falter, bin ich jetzt Game Over?
jetzt schon wieder in einem fremden Bett aufgewacht. Wo bin ich hier? Das wird zum Alltag. Oha, Party, Leute. Da bist du ja. Sei gegrüßt, Dränger, willkommen. Harvey, komm zurück, um uns zum Sieg zu führen. Führe uns zum Ruhm, Harvey. Okay. Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey. Und wer ist dieser Harvey, von dem alle reden? Ach, das ist der Typ. Harvey war doch der Typ in Asgard. Okay. Aber nur, dass ich jetzt nicht den Typ spiele, sondern Eivor. Eivor, Tyr sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Endlich! Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Visionen, sie waren wahr. Das Schlachtwort ertönt! Komm, Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Was denn für ein Kampf? Ich bin maximal verwirrt, Leute. Maximal verwirrt. Haben die mich gerade angefeuert? Eivor! Eivor! What the fuck? Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Irgendwie kämpfe ich hier gegen alle. Hallo King, willkommen. Frag mich jetzt bitte nicht, wie du Mod wirst. Guck mal, das sind alles Gegner. Dieser Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Der Kampf, der schon lange aussteht. Halt dich nicht zurück. Hier müssen wir nichts fürchten. Vergieße das ewige Blut, Valhall. Ah, endlich teile ich das Schlacht. Ja, was ist das für eine Waffe? Hä? Das war ja One-Hit fast. Bruder. Keine Sorge, Eivor. Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Was ist geschehen? Hä? Die Waffe ist halt mega OP gerade gewesen gegen Sigurd. Der war ratzfatz weg vom Fenster. Harvey kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen. Hey, jetzt bin ich in einer Zeitschleife, Leute. Immer wieder das Gleiche, 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 immer wieder das Gleiche. Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey. Harvey Dent. Benetze meine Lippen mit einem weiteren Horn, Mate-Bruder. Das hört sich gut an, guter Plan, weitermachen. Sigurd, dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Ein neuer Tag? Ihr habt echt einen Schaden, Leute, mit eurer Arena-Kacke. Einfach weg.
Alter, wie sie einfach alles wegmädert hier. Alle Einzelteile. Gar keinen Sinn, Alter. Bis ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren. Und wieder wird er zurückkehren. Vater, bist du es? Oha. Endlos Schleife. Das war doch unmöglich, mein Vater. Okay. Das ist ja richtig spooky, oder? Harvey kehrt zurück, um uns zum Sieg. Skull! Skull! Nimm dein Horn. Fall ein in den Kriegsjubel. Skalde des Kriegs und der Verse. Wie gefällt dir das Getümmel bisher? Es ist wirklich einzigartig. Hebe dein Horn, Eivor. Was hält dich zurück? Mein Vater, Varin. Hast du ihn in dieser Halle gesehen? Nein. Sollte er hier sein? Nein, er starb als Feigling. Doch bei Odins Auge. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Vergiss deine Sorgen in Valhall. Such nicht weiter. Wir haben verdient zu feiern. Wir sind angekommen. Nero, das heißt nicht, jedes Paradies hat Dornen, sondern jede Rose hat auch Dornen. So, jetzt muss ich meinen Vater suchen, oder was? Ich hab dich gesehen, Vater. Wo bist du? Komm und zeig dich. Führe uns zu Ruhm, Harvey! Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey! Bald können wir mitsprechen. Große Krieger, habt ihr Varin gesehen? Wen? Varin, mein Vater. Varin? Vater! Rennt er wieder weg? Der Große ist es. Kann nicht rennen. Verdammt. Wo ist der? Großer auf jeden Fall, aber der ist hier nicht. Davon wie ein Troll in der Nacht. Wenn ich ihn nochmal verliere, schlage ich jemanden damit tot. Bist du diese Verwundungen nicht leid? Niemals. Warte! Vater! Alter! Wow! Das wird das Thumbnail, Leute. Definitiv. Uff! Alter Falter. Erstmal in den Spiegel gucken, ob sie nur beide Augen hat. Eivor, du hast Besuch. Kannst du nicht anklopfen? Unsinn. Hier ist jemand für dich. Sieh nur. Meine Eivor, du bist es. Und was für eine Kriegerin aus dir geworden ist. Ich platze förmlich vor Stolz. Wie bist du hierher gekommen?
Erinnerst du dich nicht an unsere große Schlacht? Erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite kämpften mit deiner Mutter und Sigurd und den Clans? Wir haben gekämpft. Du nicht, Vater. Du starbst als Feigling. Eivor, freu dich doch. Dein Vater ist zurückgekehrt. Alter, was ist das denn? Hast du etwa deine Lust am Leben verloren? Das war nicht mein Vater. Das war eine Lüge. Das war keine Lüge, sondern mein Geschenk an dich. Ich habe Macht hier und kann tun, was mir beliebt. Du wolltest deinen Vater sehen und ich machte es möglich. So einfach ist das. Laut Odins Gesetzen gehört mein Vater nicht an diesen Ort. Ich will ihn nicht sehen, wo er nicht sein sollte. Dein Vater tat, was er konnte, um dich zu retten. Er starb, um dich zu schützen und seinen Clan. Nein. Er. Das ist das Ende unserer Reise, Eivor. Das ist Valhall. Das sind die goldenen Felder. Und jetzt komm, die Schlacht wartet. Das ist doch Müll. Und wie kommt man da wieder raus? Muss ja auch einen Ausweg geben. Das ist ja hier ist keine Einbahnstraße. Immer auf dem Teppich bleiben, Leute. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Hier ist kein Teppich mehr. Wie gelangen die Gefallenen hierher? Da musst du eine Valkyria fragen. Nein, das glaube ich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Verzweifle nicht, Eivor. Sieh nur, deine Freunde sind hier. Alle, die du dir wünschen könntest, sind an deiner Seite. Nein, sie sind nicht echt. Dieser Ort ist eine Lüge. Dieser Ort kann sein, was immer du dir wünschst, Eivor. Ich will ihn nicht. Jedenfalls nicht so. Du hättest also lieber einen leeren Tod? All die Erregung hier ist Illusion. Lieber krächze ich wie ein Rabe, als ein verlogenes Lied zu singen. Illusion hin oder her. Hier gibt es keinen Tod, keinen Schmerz, keinen Verlust, keinen Verrat. Nicht wieder draußen. Willst du das? In einer Lüge leben? Ich bin eine alte Frau in einem gebrochenen Körper. Ich habe nur ein kurzes Leben vor mir. Also sagte ich meiner Valka Lebewohl und kam hierher. Ich wünsche dir alles Gute, Svala. Doch das hier ist nichts für mich. Ich muss Sigurd finden. Schönes Luftschloss haben die da. Aber das ist halt nicht real. Sigürtchen. Sigürkchen. Wo ist denn das Sigürkchen? Bleibt wachsam, hört ihr? Dein Schicksal ruft! Musste erst wieder ein paar zerstören hier, zerstückeln. Der Arm! Der Arm! Immer der verfluchte Arm! Sigurd, das ist nur ein Trugbild. Ein Streich. Komm mit mir zurück nach Englerland. Unsere Leute brauchen uns. Nein, in dieser Welt bin ich ein Niemand. Doch hier bin ich jemand. Mächtig. Fähig. Ein Gott. Hier lebe ich für immer. Hier kann ich nicht sterben.
Kühe sterben. Familien sterben. Du musst sterben. Das Einzige, das nie stirbt, ist die Erinnerung an den Ruhm der Gefallenen. Hier drin besitzt du keinen Ruhm. Doch da draußen ist es noch nicht zu spät. Jeden Tag derselbe leere Krieg. Derselbe sinnlose Sieg. Vergossenes Blut, das nach Wasser schmeckt und nach Gras riecht. Du kennst die wahre Schlacht. Echten Ruhm. Hier findest du nichts davon. Das weißt du doch, Bruder. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ist es mein Schicksal, dir überall hin zu folgen? Bis an mein Ende? Na schön. Gehen wir. Nein, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Warum willst du gehen, nachdem du so hart dafür gekämpft hast? Komm mit mir. Es ist mir eine Ehre, neben dir zu gehen, Eivor. Bis ans Ende aller Zeiten werden Krieger deinen Ruhm besingen. Was ist das? Du trägst das Wolfsmal. Du standest am Rande des Todes und kämpftest dich zurück. Das war so. Du hast genug Rabenwein im Kampf vergossen, um ganze Königreiche rot zu färben. Könige getötet und Könige gekrönt. Du hast dich niemandem gebeugt. Warum ist sie wieder blond? Du warst standhaft, wo dein Bruder ins Straucheln geriet. Und doch hast du ihm geholfen. In deinem kurzen Leben hast du viele große Gegner gefällt. Die Bäume. Du hast dir deinen Platz hier verdient, Eivor. Ergreife ihn. Geh zur Seite. Meine Leute brauchen mich. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Alles, was du gebraucht hast. Ich verdanke dir gar nichts. Das war ich allein. Ich habe dir den Weg bereitet, deine Axt geführt. Du warst eine Fliege in meinem Ohr. Du wagst es, mich zu leugnen. Alles, woran du glaubst, steht hier vor dir. Und doch zweifelst du. Du zweifelst an den Göttern. Sie sieht so anders aus. Mach dich nicht klein, was du bist. Valhall ist nichts als ein Traum. Nichts als ein Traum. Ein Traum ist so wahr wie alles andere in dieser Welt. Regen träume uns nicht an. Lehren träume uns nicht das Fürchten. Treiben träume uns nicht zu größtem Ruhm. Muss ich den töten? Dann habe ich genug vom Träumen. Den kann ich doch gar nicht töten, oder? Eivor, steh auf. Der hat ja keine Dingsbums-Anzeige. Oh.
Lass einfach die Axt los. Nero, muss ich den töten oder gibt's da einen dummen Trick? Ich war doch fast oben, ey. Okay, machen wir anders. Komm, greif an. Lol. Warum läufst du von der Wahrheit davon? Ja, mit seinem schwulen Stab zieht er mich zurück. Ist das nicht Odin eigentlich? Ob ich Odin besiegen kann? Und schlecht ist er außerdem. Boxen? Was ist das? Ja, aber ich krieg ja die Axt nicht los, hä? Verstehe ich nicht. Ja, der lenkt meine Axt, ja. Und nu? Ach so, lol, dein Ernst? Ist das dumm? Was machst du? Ergreife deine Axt. Schwinge sie wie eine wahre Krieger. Okay, das ist richtig dumm. Aber auch schon wieder geil irgendwie. Ergreife deine Axt! Feigling unter Feiglingen! Dem Mann der Wurm! Tritt vor und stell dich, du törichter Troll! Hol dir seinen Speer, los! Dieser Kampf war quasi Eivor gegen ihren inneren Monk. Wenn du jetzt gehst, bleibst du ein Niemand. Durch mich bist du weise, ruhmreich, mächtig. Was mehr kannst du wollen? Sigurd, bist du? Bist du da? Sigurd! Ah, die Gehängte erwacht. Wieder mit beiden Füßen auf dem Boden? Eivor, sei vorsichtig! Basim, was soll das?
Komm näher, Eivor. Lass mich dich genauer ansehen. Lass ihn los, Basim. Viel zu lange habe ich in die Sonne gesehen. Ich war blind für die Wahrheit. Du warst es. Du warst es die ganze Zeit. Bist du uns hierher gefolgt? Wie ein feiger Fuchs, der sich im Gestrüpp verbirgt? Du hast mich meines Schicksals beraubt. Meine Hoffnungen zerstört. Er ist verrückt, Eivor. Bring ihn zum Schweigen. Los, Eivor. Rette deinen verkrüppelten Prinzen der Toten Rache. Okay. Schon wieder Verrat. Also langsam nervt das. Komm rein, ich mach dich nackig. Du sollst leiden, das tausendfache von meinem Leid. Was redest du denn? Mein Sohn, Eivor. Es geht um meinen Sohn. Du redest wirr, Basim. Ich kann dir nicht vergeben. Wir haben so vieles geteilt in Englerland. Wir haben gekämpft und geblutet. Grabe, Eivor. In den Tiefen deiner Erinnerung. Als ob. Aber der hat doch gar keine Lebensanzeige. Der Dude. Bring deine Beschwerde vor. Komm und zeig dich. Bring deine Beschwerde vor. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Wir machen einen Interventionskreis. Hey, Spider-Man, ich seh dich. Was soll uns ein Kampf bringen? Lass uns reden. Ganze Zeit, Alter, habe ich auf diesen Moment gewartet. Genug geredet. Mich dürstet nach deinem Tod. Vor allem voll neblig hier. Schlummer jetzt im Club. Oh, der Speer ist geil, Alter. Der Speer ist richtig Porno. Alter. Zeig mir deinen Hals. Zeig ihn mir. Das Mal des Wolfes stiehlt mein Triumph. Natürlich. Ja, sag mal, Nero. Erhebe dich. Hat er jetzt meine Lebensanzeige, oder? Nicht umsonst gelitten haben. Du redest Unsinn. Wie ein Betrunkener. Habt ihr gesehen, wie der die abgewehrt hat? Kranker Motherfucker. Einfach nicht trifft. Wenn du nicht zur Vernunft kommst, dann sei es so. Ist es das, was du wolltest? Bist du eigentlich unbesiegbar? Ich will, dass du leidest. Und ich will, dass du jetzt mal eine Lebensanzeige hast. Von dir wird nichts als ein Fleischsack vollgebrochener Knochen bleiben. Also triefst du jetzt voller Blut oder ich? An. Ja, verdammt! Gestalten wir das Ganze interessanter. Holen wir Sigurd dazu. Feigling, stell dich! Kämpfe, verdammt! Nee, mach ich nicht, Nero. Ich find's voll dumm, also das zieht sich so voll hin, weil warum hat er keine, sei auf der Hut, keine Lebensanzeige?
Ist der überhaupt echt? Oder bildet sie sich den ein? Ist er von den Templern? Ich habe keine Ahnung. Alles ein bisschen confused und verwirrend. Das verstehe ich nicht so. Weil Matze, du hast, warst ja vorhin nicht da. Also das Spiel werden wir heute wahrscheinlich nicht durchbekommen. Er hat es auf dich abgesehen. Weil es noch 5 Jahre geht. Eidbrecher, hier wirst du sterben. Das bereitet mir keine Freude, Rechtswahrer. Du warst immer gerecht, doch du wähltest die falsche Seite. Ich bin dein Ziel, Basim. Komm! Das bist du, in der Tat. Ah, das macht sogar Sinn, Nero. Die Geschichte kenne ich. So, hat er jetzt eine Lebensanzeige? Wann stirbst du endlich? Diesen Verrat wohl schon geplant. Wer weiß das schon? Götter, bin ich dazu verdammt, mein Leben lang von blutrünstigen Verrätern umgeben zu sein? Es nimmt einfach kein Ende. Hast du mir etwas zu sagen? Raus damit. Ich lass mich kurz zu Atem kommen. Basims Wut, sein Zorn, das kam mir so bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Er hat gewütet, Sigurd. Ohne Sinn und Verstand. Denk nicht darüber nach. Ich bin nicht verrückt, Eivor. Die Dinge, die ich sehe und fühle, ich weiß, sie sind wahr. Ich weiß, Bruder. Jetzt mehr denn je. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Wir sollten unseren Blick auf die Heimat richten. Es ist ein langer Weg und es geht mir nicht gut. Heimat. Eivor, auf unserer Reise hierher hatte ich viel Zeit nachzudenken. Über die Höhenflüge und die Abgründe unserer Freundschaft. Ich kann nicht mit dir zurück nach Englerland. Das ist nicht meine Heimat. Nicht mehr. Was willst du damit sagen? Ich weiß Bescheid über dich und Randvi. Euer Stelldichein hinter meinem Rücken. Für so einen Verrat sollte ich dich zum Holmgang fordern, aber... ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Oha. Ich verstehe. Ist das alles? Und als ich in die Siedlung zurückkam, hast du dich mir weiter widersetzt. Ich traf eine Entscheidung und du stelltest sie offen in Frage. Ich dachte, du hättest Unrecht. Das denke ich noch. Doch mein Kummer reicht noch weiter zurück. Du hast meinen Vater bestohlen. Trotz meiner Eile hätte ich dich aufhalten müssen. Ein wahrer Anführer hätte den Gedanken im Keim erstickt. Du nicht. Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, Eivor. Du bist meine Familie. Du warst mein Drängler. Aber unsere Wege müssen sich trennen. Bruder... bitte bleib. Du gehörst zu uns. Nach Englerland. Unsere Heimat ist deine Heimat. Mein Weg war steinig und glitschig von Blut und Tränen. Aber wir können sein Ende gemeinsam erreichen. Uns erwarten neue Feinde und noch größerer Ruhm. Seit meiner Gefangenschaft kamst du mir kalt und verschlossen vor.
Doch hier zeugen deine Worte von Herzenswärme und Güte. Also gut. Ja gut, ich komme mit. Aber nur, wenn du von Zeit zu Zeit einen Ratschlag von mir annimmst, damit du dich besserst. Verlass dich auf mich. Dein Blick wirkt ungestüm. Jahre, bevor wir nach Englerland aufbrachen, hatte ich eine Vision. Sie handelte von einem Verrat. Dass ich dich verraten würde. Ich wollte es nicht glauben. Ich sagte mir, ich würde so etwas nie tun. Doch in der Zeit danach habe ich dich deiner Träume beraubt. Von Englerland. Von Valhall. Wenn du glaubst, ich hätte dir Unrecht getan, mache ich es wieder gut. Wir können unser Schicksal nicht ändern. Alles ist vorherbestimmt, vom Tag unserer Geburt an. Sich darüber zu ärgern wäre, als würde man mit dem Meer ringen. Ein sinnloser Kampf. Wir zwei gerupften Raben. Welche Saga wir gemeinsam geschaffen haben. Eine für die Ewigkeit. Oha, wir sind wieder zurück, Leute. Zurück in the reality. Hallo, Nettie. Komm mal raus. Ruhig, Leila. Hast du mir zugeguckt? Was zum Teufel war das alles? Ich glaube, das war die Lösung für unser Problem. Denkst du dasselbe wie ich? Desmond. Desmond? Was ist mit ihm? Wer ist Desmond? Er war nur ein Barmann, als er zu uns kam. Noch nicht einmal ein guter. Und dann hat er seine wahre Bestimmung entdeckt. Er war wie, keine Ahnung, eine Singularität, weißt du? Ein Fluchtpunkt. Die ganze menschliche Geschichte schien bei ihm zusammenzulaufen. 2012 gab es eine Sonneneruption, die groß genug war, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Ich erinnere mich. Damals war ich bei Abstergo. Desmond hat uns gerettet. Er wusste, wie man es aufhält. Ach, der war das. Abstergo heimste die Lorbeeren ein. Angeblich war es ihr Satellitennetzwerk. So ein Schwachsinn. Es war Desmond. Er drückte den Knopf, der die Welt gerettet hat. Aber dieser Knopf ist immer noch an. Er generiert immer noch ein Magnetfeld, das mit jedem Tag stärker wird. Der Tempel, den Eivor gefunden hat, das ist der Ursprung des Magnetfelds. Genau. Es ist jetzt seit 8 Jahren aktiv und wird immer stärker. Inzwischen muss es gefährlich sein. Hitze. Strahlung. Egal. Wir müssen das gerade biegen, das Ding abschalten. Nein, nein, nein. Verlangsamen. Immerhin schützt es uns auch. Langsam ergibt alles einen Sinn. Alles, was ich getan und gelernt habe, führte mich hierher. Zu diesem Moment. Dafür wirst du den Stab brauchen. Zu deinem Schutz. Ohne ihn kommst du nicht mal durch das erste Tor. Ja, natürlich. Okay. Ich bin bereit. Okay, ich belade den Van. Und ich funke unser Schiff an. Es kann morgen Abend im Hafen von Boston sein. Danke, Bex. Okay. Alles mysteriös hier. So richtig gepeilt habe ich das noch nicht. So, die holt jetzt irgendein Schiff. So, hier hat man uns ja schon mal umgeguckt. So, ich kann nicht wieder zurück. Danke für deine Hilfe da drin. Du surfst besser mit dem Ding als jeder, den ich kenne. Das ist nicht wahr, oder? Naja, fast. Pass auf dich auf. Und komm in einem Stück zurück. Danke, Bex. Der Stab, von dem die reden, ist der Stab von Zeus aus Odysseus. Aber wo ist der denn?
Hier ist eine Küche. Bin bereit. Es ist ein weiter Weg nach Beantown. Spring rein. Schauen, ich bin da. Ah, gut. Dein Signal wird langsam schwächer. Bist du schon drin? Noch nicht, aber da sind 30 Meter Eis über mir. Okay, der Kontakt könnte abbrechen, wenn du drin bist. Also denk an das, worüber wir geredet haben. Achte auf die Anzeigen, vor allem wegen der Strahlung. Und behalte den Stab bei dir. Okay. Ich bin hier. Resco erklärt das mal außerhalb. Zawahoi Nakwat, Osmerbo Turwandi Quarde, Ul Zolofras Hunakudide, Unzumhoras Resterechas, Sohumsi. Sohumsi. Humsi, Humsi. Ich bin drin. Der Aufzug funktioniert noch. Ach, 75.000 Jahre. Was machen da schon 1 oder 2.000 mehr? Aber wie funktioniert denn der Aufzug? Das ist doch total... Es wird schon spürbar heißer. Nach unseren Schätzungen wird es noch etwa 16 Grad wärmer werden. Wo bekommt er die ganze Energie her? Unsere beste Theorie heißt Tektonik. Die Bewegung der Erdkruste, die heiße Lava darunter. Eine gigantische Energiequelle. Das ist die Technologie, die Menschen brauchen. Energie, nicht Edensplitter. Ja, wenn das alles vorbei ist, könnten wir ein Start-up gründen. So ein kleines Büro in einer Garage. Nur wir dran. Scheiße, ich verliere dich schon. Was sagst du bitte? Die Verbindung bricht ab. Vergiss es. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Melde dich doch am besten wieder, wenn du oben bist. Oder so ähnlich. Da wären wir. Reißt euch mal jetzt ein bisschen zusammen da im Stream. Ich habe auf sowas keinen Bock, Alter. Euer GZSZ da im Discord, Alter. Wirklich jetzt. Egal von wem, egal um was es geht, es hat im Stream nichts zu suchen. Punkt. Da bist du ja. Du machst Überstunden. Ich misch mich da nicht ein, aber ich will sowas nicht im Chat lesen. Danke. Als das Eis schmolz, stürzte es ein. Und jetzt ist hier Lava, oder was? Der Boden ist Lava. Okay, ich muss auf jeden Fall da runter. Alter, es ist doch kochend heißes Wasser. Hör doch auf. Alter, schön. Schön gekochte Kuhsohlen. Schuhsohlen. Jo, mach's gut, Rescott. Sieht schon geil aus, das stimmt. Dem geschmolzenen Eis. Da komme ich nicht hin. Ah, tauchen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Man muss sich jetzt mal vorstellen, sie ist jetzt nicht da in irgendeinem Assassinen-Körper, sondern sie ist jetzt im Real Life unterwegs. Aber im Roman muss man leider so sagen, da braucht man auch nicht nach
nach realistisch fragen bei dem Spiel. Ist einfach so. Schweben kann sie auch. Ich glaube auch. Ja, alleine so lange klettern, mach das mal. Da weißt du, was du für Armmuskeln brauchst? Und Hornhaut auf den Fingern, du. So richtig Widerhaken. Alter, wie so eine Spinne. Nee, 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 Spider-Man. Muss ich jetzt nach oben? Ach ja, guck mal. Nu guck mal, nu klar, nu freilich, nu prima. Was ist das überhaupt für eine Riesenhöhle? Und Nero, was soll das Ding da darstellen? Der Baum da hinten, das ist doch alles. Warum alles Humbug. Irgendjemand sein Leben beenden wollen. Außer sie dachten, es würde. Na geh doch einfach aus dem Kreis das raus. Das ist wie der Animus. Das ist wie der Animus. Ja, RIP starb. Das ist Evos Valhalla. Oder eine Simulation davon. Boah, das sieht schön aus da hinten mit dem Baum. Erkenne ich es, wenn ich es sehe? Wisst ihr, was mich das hier erinnert so? Dieses Tal mit der Sonne da hinten? Entschuldigung. Geh ja schon. Hallo Blondie, Grüße. Irgendwas ist komisch. Hallo Jesse. Ja, hier liegt alles voll. Nee. Was ist das? Seid ihr das? Hä? Treibt ihr diese Maschine an ihre Grenzen? Hör nicht auf. Ein ewiger Lauf. Dem Meister treu ergeben. Das ist der Weltenbaum, an dem die Götter ihre Erinnerungen und das Wissen verewigt haben, um die Erhaltung zu sichern. Oha. Wer ist euer Meister? Ist er hier? Sie schmeicheln mir. Ich bin nur ein Gast in ihrer Welt. Einer Welt der Wünsche und Hoffnungen. Basim, die Nachricht kam von dir. Du hast uns zu Evas Grab geführt. Ja, eine hoffnungsvolle Nachricht, nicht wahr? Aber wie? Du warst hier 1000 Jahre gefangen. Eva sperrte dich ein. Für wahr, doch ich bin nicht allein an diesem Ort. Nicht immer. Ich habe einen Freund, der mir hilft. Gemeinsam lesen wir die Berechnungen. Als wir Eivors vermeintliche Ruhestätte gefunden hatten, nahm ich Kontakt zu dir auf. Durch das digitale Netz, das diese Welt wie ein Spinnenkokon umgibt. Zu unserer Zeit war die ganze Welt auf diese Weise verbunden. Ein Superorganismus der Technologie. Der Stab, den du trägst, die Tempel, die du besucht hast, sie alle sprechen wie eins. Darf ich dir etwas zeigen? Du kannst an diesem Ort wohl tun und lassen, was du willst. Nicht so viel, wie du glauben magst. Ich bin auf äußerst unbehagliche Art mit meinem Körper verbunden. Aber du kannst die Maschine verlangsamen. Du weißt, wie sie funktioniert. Ja, wir werden es gemeinsam tun. Denn eine weitere Katastrophe droht. Dieser Zeitknoten hat eine garstige Art, sich zu korrigieren.
Geh voran. Du bist nicht gerade vertrauenswürdig. Das weißt du, ja? Du musst mir nicht trauen. Doch das ist alles, was ich dir anbieten kann. Gott verdammt. Schweigt. Urt. Ergami. Skult. Stehe. Euer Tag der Ruhe ist gekommen. Frieden. Endlich. Ruhe. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt auch so ein bisschen zu abgespaced. Bassem! Wo bist du? Bassem, wo ist der Bassem? Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu abgespaced, Leute, oder? Was sagt ihr im Chat? Also, klar, die wollen damit irgendwie was durch die Blume sagen und Nero hat's voll verstanden, aber... ich verstehe nur Bahnhof. Wer hier wen... Trugbild ist und sonst was. Layla. Hallo. Du kennst mich? Ja. Durch die Berechnungen, die ich ablese, hier im Grau. Vor 8 Jahren stand die Chance, dass du kommst, bei 15.055.3.276 zu 1. Doch mit den Jahren verbesserte sich diese Chance. Seit gestern steht sie fast bei 1 zu 1. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Wer bist du? Und was soll das? Ich bin der Leser der Berechnungen. All das sind mögliche Zukünfte für dich und die Welt da draußen. Ich verbringe mein neues Leben damit, sie zu lesen und einen Weg zu finden, das zu beenden, was wir vor so langer Zeit begannen. Es beginnt hier. Du verlangsamst die Maschine und rettest die Welt. Von diesem Punkt gehen alle möglichen Zukünfte aus. Millionen und Abermillionen mögliche Wege. Doch auf jedem Einzelnen kommt es zu einer erneuten Katastrophe. Der Knoten bricht zusammen und die Welt wird vernichtet. Die Menschheit schwindet und vergeht. Ich muss weitersuchen. Ich muss die Lösung für euch finden. Ich muss euch etwas hinterlassen. Dieser Knoten, das ist der Moment, in dem ich die Maschine verlangsame? Ja, dort beginnen alle meine Berechnungen. Es ist das Einzige, was ich sicher weiß. Kommt mir eingeschränkt vor. Wie meinst du das? Was, wenn du weiter zurückgehst? Nach 2012, als Desmond die Welt rettete. Desmond? Was, wenn er sie nicht gerettet hätte? Wenn er umgekehrt wäre und die Welt gebrannt hätte? Sieh dir diese Zeitlinien an. Lies sie dir durch. Verstehe. Eine interessante Idee. Faszinierend. Milliarden und Abermilliarden neue Zeitlinien, die es zu erkunden gilt. Ganz genau. Diese Zeitlinien wurden nie Realität, aber sie hätten es werden können. Hätte Desmond die Zerstörung der Welt zugelassen, hätten die überlebenden Menschen vielleicht etwas aus der Katastrophe gelernt. Und vielleicht hätten sie in einer dieser Zeitlinien einen Weg gefunden, um zu verhindern, dass es immer wieder passiert. Das ist brillant. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, alle Möglichkeiten durchzugehen, denkt man zu wenig über das nach, was unwahrscheinlich erscheint. Danke für deine Einsichten, Layla. Das ist erst der Anfang. Wir müssen eine Menge Daten analysieren. Bleibst du hier? Ja, bis wir etwas Nützliches finden. Ich will nicht, dass so etwas noch einmal passiert. Dir bleibt vielleicht nicht viel Zeit, Layla. Die Maschine wurde verlangsamt, doch die Strahlung, sie bleibt noch Jahrzehnte bestehen. Nach meinen Berechnungen hast du noch 73 Sekunden, bis die Strahlendosis tödlich ist. Keine Sorge. Ich habe den Edenstab. Er heilt und beschützt mich. Nein. Hast du nicht. Was? Wieso nicht? Natürlich. Natürlich? Fuck! Okay. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wie lange es auch dauert. Wenn das heißt, dass ich hier nie rauskomme, dann ist das so. Das schulde ich den Menschen, die ich verletzt habe. Und denen, die ich liebe. Ja, ich kenne das Gefühl. Dann fangen wir mal an, was? Ein paar Milliarden Zeitlinien könnten eine Weile dauern.
In der Tat. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist das Gute an diesem Ort. Bei dir. Es hat funktioniert, meine Liebe. Ist der Wütende hier? Nein, Geliebte. Nur wir sind übrig. Und Layla? Die Erbin der Erinnerung hat ihre Rolle perfekt erfüllt. Wohlan. Eine neue Welt wartet. Sean. Rex. Ich musste mich entscheiden. Und ich bleibe hier. Ihr werdet euch fragen, wo ich bin. Vielleicht sogar, ob ich bin. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ich habe keine Angst. Und ich bin nicht allein. Wir haben viel zu tun. Es könnte Tage oder Jahre dauern. Es ist unmöglich, das zu sagen. Aber wir bringen es zu Ende. Was ich sagen will, ist, sucht nicht nach mir. Es ist zu gefährlich und zu spät. Passt gut auf euch auf. Passt gut auf die Welt auf, die wir noch haben. Und passt gut. Seht ihr, es geht ihr gut. In gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht? Gott, wir müssen sie finden. Ihr habt sie gehört. Sie will nicht gerettet werden. Schwachsinn. Es gibt doch nichts mehr, das gerettet werden könnte. Nicht nach so langer Zeit. Wegen dir. Du hast sie zurückgelassen. Das ist ein bisschen viel, ich weiß. Ich bin in derselben Situation. Nein, nein. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Wir nennen uns nun Assassinen, nicht Verborgene? Aus dem Arabischen, Hashishi. Ah, und haben wir einen Mentor? Gibt es diesen Brauch noch? Gibt es. Und wen? William Miles. William Miles. Ich möchte William Miles kennenlernen. Könnt ihr ihn zu mir bringen? Wir können ihn anrufen. Verschlüsselt. Du kannst sofort mit ihm reden. Keine Technologie. Ein Treffen. Ein geistiger Austausch. Tragen wir den Kampf endlich zu diesen Templern, wie ihr sie nennt. Ich gehe nirgendwo hin, meine Freunde. Euer Animus ist in guten Händen. Wie viel weißt du darüber? Mein Kind, wir haben solche Dinge lange, lange vor euch entwickelt. Ich finde es heraus. Hä, wie wäre es ihr? Hä? Nero, erklär mir mal, warum der jetzt da ist. Das ist doch Basim, Alter. Wieso ist der jetzt im Real Life da am Stüssel? Hä? Das ist ein schöner Ort zum Sterben, Ava. Kaum einer hat die Wahl.
Du hast mich besiegt. Ich weiß nicht wie, doch so war es. Dennoch bin ich es, der hier steht. Durch den Stab? Und nun kann ich dir alles nehmen, was ich will. Deine Erinnerung, dein Geschick, deine Geheimnisse. Alles gehört mir. Und wenn ich sie habe, werde ich sie wohl nutzen, um meine Kinder zu finden und meine Familie wieder zusammenzubringen. Jetzt spielen wir den. Also Leute, ich keine Ahnung warum, aber ich bin voll raus. Also ich habe keine Ahnung mehr, jetzt ist der hier, der eigentlich in der Scheinwelt ist, ist jetzt in Real Life durch ihren Stab und die aus dem Real Life ist jetzt in der Scheinwelt und... Ein stiller Ort für die letzte Ruhe. Fast könnte ich dich beneiden. Hallo, kleiner Freund. Werkzeug oder Folterinstrumente? Oder beides? Ist es Wunschdenken, zu hoffen, dieses Gerät verfüge über eine Gedankenschnittstelle? Muss ich wirklich meine Hände und Stimme benutzen? Halte durch, Geliebte. Eine neue Welt hat sich uns eröffnet. Sobald ich mich zurechtgefunden habe, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Aber hallo, Kira. Du vergisst eins, es war nie die Scheinwelt, es war die Vergangenheit. Ja, aber... Ist ja noch schlimmer. Es sollte nicht lange dauern, bis der Sicker-Effekt eintritt. Ein paar Tage höchstens. Los geht's. Ich raff's nicht. Ruhig, Eivor. Kurz mal ruhig, Eivor, und sie läuft wieder ganz normal, Leute. Willkommen zu Hause. Plötzlich von der Wunde keine Spur mehr. Verrückt. Aber ich sage euch ehrlich, so wie es ist, dass sie jetzt mit diesem Tempel da und der Leia, das hätten sie sich sparen können. Das hätte man komplett rauskarten können. Wir haben wohl ein großes Fest verpasst. Eivor. Setz dich kurz. Ruh dich aus. Sigurd. Mir zuliebe. Den Göttern sei Dank, ihr seid zurück. Sicher und erhobenen Hauptes. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Das haben wir. Das haben wir. Aber es war nicht für uns. Was soll das? Ich,
ist zurück und wärmt sich am Herd. Kommt! Dein Geheimnis ist nicht länger sicher. Eivor? Randvi? Was soll das? Ist alles in Ordnung? Die Jarlskona ist zurück, um uns in eine ungewisse Zukunft zu führen. Sagst du ein paar Worte? Bei Liebe und Freud versagt das Wort. Unsere Gemüter sollten ein Lied anstimmen. Und wenn... Nein. Ihr seid nicht mein, ich bin die eure. Und ich bitte euch nur um eines. Lasst mich aufrecht bleiben, in allem, was kommt. Hört zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odin Mut und Stärke bringt. Und Heldenmut um Ehre ringt. Hinter uns ein Strom aus Rot. Mit Odin brachten wir den Tod. Das Horn erfüllt die großen Kraft. Das sind die Scheiße. Die großen Hallen. Für die, die kämpfen, die fallen. Yeah! Hä? Erst stand sie da, dann nicht. Sie können so gar nicht singen. Ein neuer Brief. Was, Kürbiskopf ablegen? Was für ein Kürbiskopf? Ach stimmt, den haben wir ja mitgenommen, wa? Lull. Mach ich noch irgendwas? Nee. Nee. So, Freunde der gepflegten deutschen Volksmusik. An der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.